theoretischen Informatik beantwortet die zwei wichtigsten Fragen der Informatik. Also was können wir mit Computer lösen und wie effizient können wir Probleme mit Computer lösen? Das klingt einfach, aber das sind die Fragen, die jede Informatikerin beantworten sollte, weil ohne diese Fragen und diese Antworten können wir keine Probleme programmieren, modellieren und lösen. Und was uns ganz wichtig ist in theoretischer Informatik und Logik, dass es geht nicht nur ums Programmieren, sonst geht es sehr viel mit Problemen zu modellieren, Problemen zu lösen und schauen, wie hart oder wie schwierig ein Problem ist. Bei uns, die Studierenden lernen, wie man mathematisch Probleme beweist, dass Computersysteme und Computerlösungen vertrauenswürdig sind. Und es klingt schwierig, aber es ist sehr häufig, zum Beispiel Sachprobleme in Boolean Algebra, sind so ähnlich wie Sudoku. Und es ist sehr wichtig, Hardware-Schaltungen zu verifizieren. Also ein anderes Beispiel ist SMT-Solving, das steht für Satisfiability Modular Theory Solving. Und die sind sehr wichtig für die Analyse für Cybersecurity und auch für Device Driver Verification. Und noch dazu, was man lernt in den theoretischen Informatik und Logik, wie können wir effiziente Algorithmen entwickeln, weil diese Algorithmen sehr nützbar sind für Big Data und AI. Also ich glaube, das Wichtigste ist, man sollte neugierig sein und man sollte immer Neues lernen wollen und neue Algorithmen studieren. Es sollte dir wirklich Spaß machen, mathematisch zu beweisen, dass Computerlösungen, Computersysteme und überhaupt Probleme fehlerfrei sind und vertrauenswürdig sind. Als Theoretiker Informatikerin bist du befragter denn je. Für konkrete Beispiele zu geben, alle Hightech-Unternehmen wie zum Beispiel Amazon, Apple, Facebook, Microsoft sowie alle sicherheitskritische Firmen, sie brauchen Lösungen, die absolut fehlerfrei sind. Somit als Theoretiker Informatikerin hat man einen Job überall.